tief und fest einschlafen und durchschlafen mit Mittelmeerfeeling. Guten Tag. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer. Von meinem letzten Mittelmeersegelturn habe ich viel Videomaterial mitgebracht und einen Teil davon siehst du gleich in diesem Video. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, wie dir das Hintergrundmaterial gefällt. Und wie üblich, wenn dir das Video gefällt, klick bitte auf Daumen hoch. Abonniere am besten jetzt gleich diesen Kanal, bevor du tief und fest eingeschlafen bist. Teile dieses Video gerne in deinen sozialen Netzwerken. Infos und auch den Link zu meinem Online-Shop findest du unter dem Video in der Videobeschreibung. Fragen und Anmerkungen gerne auch in die Kommentare. Und wenn du magst, gerne bis zum nächsten Video. Mein Name ist Matthias Schwem. Erlaube dir auf deine Weise zur Ruhe zu kommen, ganz in deiner Zeit. Erlaube der Musik, ihre entspannende Wirkung zu tun, bevor sie Traumwölkchen aussendet. Erlaube mir, Matthias Schwem, dich sanft zu leiten. Erlaube deinem ganzen Körper, diesen inneren Prozess geschehen zu lassen. Erlaube auch den unterschiedlichen Ebenen deiner Persönlichkeit allmählich zur Ruhe zu kommen. Menschen sind es gewohnt, Dinge aktiv zu tun. Das Paradoxe beim Einschlafen ist, dass man es nicht aktiv tun kann. Je mehr man es will, desto weiter schiebt man es weg. Das Gute ist, Einschlafen geschieht ganz von alleine, und zwar, nachdem das Tun mit dem Ruhen begonnen hat. In dem Maß, wie du deinem Körper erlaubst und ihn dazu einlädst, sich zu entspannen, beginnt er damit, allmählich sein Deckmäntelchen auszubreiten, die entsprechenden Schlafhormone auszuschütten und alles in deinem Körper, was einschlafen kann, schläft ein. Ganz von alleine. Solltest du heute innerlich oder körperlich sehr bewegt gewesen sein, kann es eine Weile dauern, bis die Schlafhormone, die Aktivitätshormone verwandelt haben. Verweilen bedeutet dann, den Schlaf näher rücken zu lassen. Manchmal, gerade wenn die letzten Stunden sehr intensiv waren, kann der eine oder andere Muskel, der eigentlich entspannt sein könnte, noch nicht ganz entspannt sein. Ein eventuelles Muskelzucken oder andere Anzeichen können dir zeigen, dass jetzt auch dort die Entspannung Einzug hält. Du kannst
auch einfach. Bewusst oder unbewusst, eine kurze Reise durch deinen Körper machen. Dabei alle die Muskelfasern besuchen, die noch nicht ganz entspannt sind, jedoch entspannt sein könnten. Und genau diese Muskelfasern angenehm mit einer Zauberfeder sanft berühren. Sodass auch diese sich wunderbar entspannen und zur Ruhe begeben können. Lass dir schöne Bilder kommen, wie jene Muskelfasern sich einkuscheln. Diese Bilder können sich verändern und brauchen weder klar noch scharf zu sein. Eine vage Vorstellung oder der bloße Gedanke daran genügen vollkommen. Jedes Quäntchen mehr an Entspannung kann dein Abtauchen unterstützen, während du auch deinen Gedanken das Entspannen anbieten lassen kannst, von deinem Unterbewusstsein, von eben jenem Unterbewusstsein, das in deinem ganzen Schlaf über dich wacht und dabei dafür sorgt, dass dein Körper in genau der Allmählichkeit ein- und ausatmet und in der dementsprechenden Allmählichkeit dein Herz sorgsam eintaktet, sodass das gemeinsam mit allem anderen Leben in dir auch in den Tiefschlafphasen kaum wahrnehmbar die wunderbaren Melodien des Lebens in dir spielt, wie ein professionell erfahrenes, großes Orchester, immer mit den exakt passenden, harmonischen Rhythmen, Melodien und Gesängen, die du vielleicht einem sanften, kaum wahrnehmbaren Vibrieren ähnlich, im fast nicht spürbaren oder im gerade so nicht mehr spürbaren Bereich erleben kannst. Du brauchst meinen Worten nicht zu folgen, damit sie ihre schlaffördernde Wirkung tun können. Du kannst sie jedoch nutzen als Autopilot zu den Reichen von Hypnos und Morpheus, zwei Gottheiten aus der griechischen Mythologie. Hypnos gilt als der Gott des Schlafes
und Morpheus, sein Sohn, als der Gott der Träumer. Wie oft schon hast du die Erfahrung gemacht, bereits vor dem Einschlafen zu träumen und dabei noch halb mitzubekommen, dass Hypnos, von dem der Begriff der Hypnose abgeleitet ist, sein zur Tiefe entspannendes Werk noch nicht ganz hat geschehen lassen? Lasse deinen Körper eine Weile lang ganz bewusst Entspannung einatmen. Und erlaube ihm mit jeder Ausatmung frei werdende Anspannung, unsichtbaren Wölkchen, nicht unähnlich, ziehen zu lassen. Du musst die Augen dabei nicht offen halten. Du brauchst sie aber auch nicht aktiv zu schließen. Lasse das einfach die zunehmende Schwere deine Augendeckel tun. Oder lass dich nicht davon überraschen, wenn es bereits soweit ist, seit einer Weile. Sollten Sie sich gelegentlich noch einmal öffnen wollen, vertraue liebevoll darauf, dass sie deinen Augen bald wieder als schützende Decke dienen mögen. Experimentiere dabei ruhig auch eine Weile mit deiner Aufmerksamkeit, während du deinen Körper immer mehr ruhen lässt und nur, solange dir das noch bewusst und bequem möglich ist. Solltest du gelegentlich zunehmend wegdösen, dürfen alle Worte in Traumwölkchen übergehen oder auch irgendwie wegdriften oder so, wie es geschieht. Höre zum Beispiel meiner Stimme zu, dann vielleicht deinen Ein- oder Ausatemgeräuschen und vielleicht kannst du dabei sogar fast eine Wolke erspüren, die gerade hoch über dir vorbeizieht.
und eventuell noch vorhandene, noch nicht ganz Entspannung, unspürbar anzieht und mit wegschweben lässt. Du darfst den Worten Sinn geben lassen, ohne dass du etwas aus deinem inneren Gleichgewicht heraus zu tun bräuchtest. Hast du dich eigentlich schon einmal in einer stillen Stunde gefragt, warum süß Schlafende immer so ein seliges Lächeln im Gesicht haben, obwohl sie selbst es doch womöglich gerade dann, wenn sie so weit weg sind, vielleicht fast im Schlafparadies und vor allem auch mit vom Schlaf verschlossenen Augen gar nicht sehen können. Vielleicht zeigt das einfach, wie selig es dort ist. Kannst du den Takt und den Rhythmus dieser Worte fühlen, während sich die Worte und die Gedanken immer mehr auflösen können? Auch wenn da noch ein paar Worte und vielleicht einige Gedanken sind, darfst du allmählich immer mehr auf jene innere Reise gehen, die du so gut kennst. Einlullende Worte können wie Schlummermusik sein und dich mit jedem Taktchen ein wenig weiter, manchmal ein klein wenig, ein groß wenig oder gar nicht wenig hinüber begleiten. Weißt du eigentlich, dass genau in diesem Moment viele Millionen roter Blutkörperchen, die auch dazu beitragen, deinem Körper eine solch angenehme Temperatur zu geben und die zuverlässig den Sauerstoff auch im Schlaf durch deinen Körper verbringen
fließen lassen. In deinem Körper neu geboren werden. Und auch jetzt. Und jetzt auch. Und jetzt genauso. Beständig werden. Diese roten Helferlein erneuert. Und im Durchschnitt ist dein gesamtes Blut nur wenige Wochen jung. All das brauchst du dir nicht zu behalten. Es darf bleiben oder es darf ziehen oder mal so und mal so. Womöglich ist das mit ein Grund dafür, warum man sich nach einem tiefen Schlaf so frisch fühlt, oder was meint dein Unterbewusstsein dazu? Die Antwort darf auch stumm kommen und ganz im Inneren ruhig ertönen. Nebenbei darf sich auch deine Aufmerksamkeit mit zunehmender Allmählichkeit verteilen und es sich bequem machen. Worte können sich in ein kaum hörbares Flüstern in der Ferne verwandeln, mal näher kommen und mal weiter ziehen. Gleichzeitig gibt es weitere Geschehnisse. Wenn alles in seine innere Ruhe gekommen ist, aktuelle Eindrücke werden sortiert und bekommen ihren passenden Platz in den weitläufigen Korridoren, Fluren, Räumen, Garderoben, Galerien, Bibliotheken und Lesesälen deiner inneren Gedankenpaläste. Deiner Fantasie darf die Erlaubnis zuteil werden, ruhig und fließend lebendig zugleich diese deine inneren Paläste traumhaft auszuschmücken. Thank you.
gerade, wenn. Das Tagesbewusstsein schon schwummrig geworden ist und die Worte und Gedanken in Schall, Rauch und Traumbilder, die nicht mehr greifbar sind, übergehen und in das Schlafbewusstsein und später in das Tiefschlafbewusstsein kann die Fantasie besonders gute Dienste leisten. Zuverlässig, sicher und entspannt. Ob es dabei noch die Fantasie, die Einschlaffantasie, die Schlaffantasie, die Tiefschlaffantasie oder die Durchschlaffantasie ist dabei ganz gleich. Vielleicht magst du ja gerade deinem Traumbewusstsein passiv erlauben, dir einen angenehmen Wunschtraum einzuspielen. In genau der passenden Temperatur, in genau der passenden Farbe, vielleicht von einem kaum betörend angenehmen Duft untermalt oder umschmeichelt. Das kann es ganz von alleine tun, während alles andere immer mehr und mehr entspannt loslässt. Zur Ruhe kommt. Und wie auch entspannende Erlebnisse jedes Mal anders sein können, kann sich auch jeder Schlaferfahrung anders abzeichnen. Hast du schon jemals an einem angenehmen Sommertag einen grünen Grashalm genommen, um auf der schönen Sommerwiese einen identischen Grashalm zu finden? Es ist
unbeschreiblich gleich. Wie jeder einzelne Grashalm, so einzigartig ist. Auf der ganzen Welt gibt es keinen zweiten identischen. Oder lasse zu einer Zeit, in der du nicht schläfst, einmal versuchen, an einem sanften Herbsttag zu einem beliebigen vom Herbst gebräunten Blatt eines Laubbaums ein identisches Blatt in exakt identischer Farbgebung mit exakt denselben Adern, demselben Umriss, derselben Größe, demselben Gewicht, demselben Restwassergehalt und denselben Wölbungen zu finden. Große Wälder können durchforstet werden, mit dem Resultat, dass jedes einzelne Blatt einzigartig ist, auch wenn es auf den ersten Blick womöglich sehr ähnlich anmutet. So geschieht auch dieser Einschlaferfahrung einzigartig und bei einzigartigem macht der Vergleich von Zwetschgen mit Haselnüssen keinen Sinn. Wiewohl man sogar dabei zu einer Erfahrung finden kann. Ein altes Indianersprichwort sagt, dass man ein zweites Mal in denselben Fluss steigen kann. Und egal, wie gleich die äußere Form von zwei konkreten
aber beliebigen Diamanten auch sein möge, wenn das Auge nur genau genug hinschaut, gibt es deutlicher Unterschiede. Auch bei eineiigen Zwillingen stellt man mehr und mehr Unterschiede fest. Kein einziger Tag auf dem Planeten Erde ist exakt wie ein beliebiger anderer. Seit vielen, vielen, vielen Jahrmillionen. Und so darfst du gespannt sein, welche Erfahrungen dir auch dieser gemächlicher, entspannter innere Reise schenken mag. Unterschiede zu erkennen kann den Unterschied machen und sehr interessant sein. Nicht nur Forscher erkunden Unterschiede und Besonderheiten. Bereits Kinder erkunden und auch mancher Erwachsenen kultivieren die Fähigkeit, selbst unterschiedlichster Facetten des Lebens entdecken zu dürfen. Wie genau weiß dein inneres neuronales Netzwerk, dein Gehirn eigentlich, dass auch jede Meereswelle einzigartig ist, mit die größten Wellen, mit den längsten und tiefsten ruhigen Tälern dazwischen treffen sich gerne auf Hawaii.
Fehler. 1000 Kilometer. Lange Anreisen nehmen Sie dafür lächelnd auf sich, um vom jeweiligen Anreiseort aus sicher Hawaii anzusteuern. Jeder stärkere oder schwächere oder gehauchte Wind bewegt dabei das Wasser wie von unsichtbarer Hand und formt damit kaum sichtbar, aber sicher die Erscheinungen, die Größen, die Reisegeschwindigkeiten der Wellen und noch einiges mehr mit. Viele andere Einflüsse ebenfalls. Manch ein Wind bremst und umformt das ein wenig. Ein anderer oder ganz anderer Wind wiederum verstärkt und umformt das Umformte. So wandert die Welle kontinuierlich weiter. Seemeile für Seemeile für Seemeile. Das Wasser als solches wandert dabei kaum die Energie wird weitergereicht von Wassertropfen zu Wassertropfen. Dabei bewegt sich das Wasser im Wesentlichen wiegend nach oben und nach unten und bewegt sich dabei fast nicht vom Ort fort, das als Welle sichtbarer jedoch sehr wohl. Hinter Inseln
und hinter Land, Zungen, kommen Wellen dazu, die etwas andere Richtungen und weitere differierende physikalische und sonstige Eigenschaften haben. Die Durchmischung bewirkt, dass dabei vermeintlich neue Wellen entstehen. So etwas wie den Durchschnitt der bisherigen Wellen der jeweiligen Systeme darstellen. Dennoch kann manche Welle danach wie vorher gar nicht existent wirken und manche zuvor möglicherweise gar nicht besonders hervorgetretene Welle kann sich nach einem solchen Treffen mit neuem Elan zu neuen Formen und neuen Höhen aufschwingen, ganz mühelos bezaubernd. Wenn die ursprünglich einzelne oder später versammelte Welle dann nach langen interessanten Reisen sich einer der hawaiianischen Inseln nähert und die vorhandene Wassertiefe relativ zur Wellenhöhe ungefähr genau ein bestimmtes Verhältnis schreibt, türmt sich die Welle erstmals und letztmals zugleich zu ihrer endgültigen und einmaligen Form auf, um sich gemütlich mit all ihrer Kraft und all ihrer Anmut gelassen zu entladen. Eine Reise durch Zeit, durch Raum geht mit einem herrlichen Naturschauspiel zu Ende, wobei die
enthaltener Energie. Natürlich erhalten bleibt in neue Formen übergeht und für das Auge weitestgehend unsichtbar allmählich den Kreislauf schließt. Der Fels in der Brandung erlebt das gelassen, während das Wetter zum Träumen schön ist und auch bei anderen Wetterlagen ruht der Fels sanft in sich und lässt sich von den kleinen und auch von den großen Wellen angenehm streicheln. Sachte vibrieren. Dabei erlaubt er dem Wasser im Verlauf vieler Tage, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, Millionen zuerst ganz unscheinbar seine Formen zu verändern, das bewegliche Wasser bewegt. Den vermeintlich unbeweglichen Felsen wie von magischer Hand. Und so wie dein Körper mit jedem Tag und mit jedem Schlafpuzzleteil tiefer neue Erfahrungen machen kann, kann auch das Angesicht der Erde jeden Tag, jede Nacht allmählich. Ja.
ganz sachte. Neue Erfahrungen machen und dabei das Angesicht verändern. Sicher und dennoch zunächst kaum sichtbar. Vom Anbeginn der Geburt der Erde bis zum gestrigen und aktuellen Tag und durch die Nächte hindurch veränderte sich und verändert sich die Erde Tag für Tag für Nacht für Tag und Nacht. Jeder Tag, jede Nacht bringen etwas Neues. Jede Nacht und jeder Tag bringe neue Erfahrungen, wie auch der Schlaf und den Schlaf. Und zu anderen Schlafenszeiten neu auf, indem sie tief, weniger tief oder tiefer eintauchen in das, was innere Ruhe und aus der Ruhe heraus neue Kraft und Energie für den nächsten Tag, der vorherigen Nacht gefolgt ist, und anschließend in die nächste Nacht nach der Dämmerung Eintritt gibt. Auch liegt ja gerade in dieser Ruhe die Kraft